Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Mario. Ich sag dir in 2 Minuten. Bitte. Wenn man es jetzt so mal jetzt hernimmt, sind die 3 Bestandteile eben ein Dirndl. Das ist auch wirklich ein Teil, ist wie ein Kleid. Dann soll man eine oder trägt man eine Schürze dazu und eine weiße Bluse. Ja, also zum Beispiel, also das Schöne ist, dass wir auch noch sehr viele Lieferanten in Österreich haben. Also zum Beispiel eben eine Seidenweberei oder Wollweberei, die uns die schönen Tücher macht, und fast alle unsere Seidenstoffe werden in Wien erzeugt. Der Jägerball, der ist in der Wiener Hofburg und ist einer, in meinen Augen, einer der schönsten und festlichsten Bälle und auch einer der lustigsten, weil eben man trägt keinen Frack, keinen Smoking, man trägt einen Steireranzug, die Herren, und die Damen haben ein Dirndl an und nicht irgendein ein unbequemes Ballkleid. Alle vor heranrücken, das vierte Fenster, nur diese Teile, und nur vor heranrücken, stopp. 1, 2, 3, stopp! Meine Damen, jetzt steht sie draußen. Die Herren wechseln sie, und wir wollen ja ihre hübschen Gesichter sehen. Hoch, 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 hoch. Es geht bis 12 durch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 8, 9. Ah. Also heuer haben wir 6.500 Karten verkauft. Von den 6.500 Karten Ballbesuchern sind 40% Jugend. Und dadurch wird dieser Ball auch so jung. Wir haben 12 Musikgruppen hier, angefangen von einer Diskothek bis zur heurigen Musik, bis zum Orchester und Garde. Also für jeden ist was hier. Ich komme noch nicht lange.
bauen wir auf und da tun wir dann den Schmalzler rein, den Original. Aber nochmal rein. Ja.